voll, in die Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll, Presse. Audio und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres spektakulären Presse- und Medienpodcasts voll in die Presse. Auch heute habe ich wieder eine gut gelaunte Truppe mit altbekannten Nasen um mich herum versammelt. Es ist der kongeniale Prollo Ferrari im linken Bus. Hier, richtig? Ach, hier stimmt, ja. Ja, wie immer sehr redselig. Im rechten Bus der stets ausgeglichene Mr. Sommer. Was ist? Und schön grinsend und wirklich eine Ausgeburt an Freundlichkeit in der Mitte, Herr Beef Rogers. Hallöchen. Und heute wollen wir auch hier so ein richtiges Feuerwerk zünden. Ich kündige schon mal an, für alle, die gleich Gefahr laufen, wegzuschalten. Wir machen nachher noch eine kleine Überraschung im Laufe der Sendung. Ich muss mal gucken, wann es passt. Mal ein kleines neues Stilmittel. Und bis das soweit ist, kann aber auch der Prollo euch mal ein bisschen was erzählen, was der so vorbereitet hat. Ja, ich zünde jetzt hier den Böller im Bus. Was kann schon schief gehen? Ja, ich mach's mal heute anders. Passt mal auf, ich lese euch jetzt hier aus einer Liste von um die 100 Wörtern, lese ich euch jetzt mal ein gutes Dutzend vor und dann sagt ihr mir, um welches Thema es geht. Und zwar haben wir hier Stöpseln, Klatschen, Schlitzen, Knolzen, Gockeln, Buttercremen, Bumsen, Ferkeln, Hobeln, Prängeln, Rotzen, Wichsen, Föhnen, Zwingen, Knüppeln, Pinseln, Schmirgeln. Sex. Noch weitere Beiträge? Wie kommst du darauf, Ben? Also Sex oder Handwerkern? Ich gebe euch einen Tipp, es ist ein Thema, für das ihr euch auch interessiert. Also dann kann es ja nicht Sex sein. Wie? So alt bist du doch noch gar nicht. Ach kommt. Bumsen hast du doch gesagt. Bumsen. Ja, habe ich. Was soll denn das anderes sein als Sex? Ja, das werde ich dir jetzt sagen. Das Thema heute ist Sportkommentatoren. Ich werde euch da gleich einen kleinen Monolog zu halten, hoffe aber sehr, da ich ja Fußballabstinenzler bin und von Sportkommentaren sowieso nichts verstehe, hoffe ich gleich auf eure regen Beiträge und dachte erstmal zum Einstieg, da hat sich tatsächlich jemand die Mühe gemacht und hat mal geforscht, wie viele Wörter gibt es eigentlich für Schießen. Ja, der Kommentator kann ja nicht immer das Gleiche sagen und das war jetzt hier die linke obere Ecke der Wolke, wenn ihr mal schauen wollt. Da gibt es noch einiges mehr. Ein paar sind auch tatsächlich ein bisschen so wie Tortenhebern oder Zaubern, Holzen, ja, Zwiebeln. Ja, also der Fußballkommentator ist also dadurch, dass er ja 90 Minuten oder länger kommentiert vor sich hin, tatsächlich so ein bisschen gekniffen, weil er will ja den Hörer auch unterhalten. Und ich habe hier einen kleinen Beitrag aus der Zeit, der sich um das Thema dreht. Was ist eigentlich mit dem Fußballkommentar und überhaupt mit dem Sportkommentar? Ja, wir haben irgendwie im Internet überall, es ist ja nicht mehr nur Freitag, Samstag Fußball, sondern ich habe hier einen Spartenkanal Sport Digital, die 700 Spiele live pro Jahr übertragen. Ja, das geht ja weit über Fußball hinaus. Und die Frage hier ist, was sagen die Leute eigentlich? Der deutsche Stil, zitiere ich hier mal, galt lange Zeit als unterkühlt. Ja, der Autor mag hier offenbar die englischen Kommentare deutlich besser. Ja, und was macht eigentlich heutzutage einen guten Kommentar aus? Wo man vielleicht nicht mehr die drei Fußballkommentatoren, die es gibt, noch mit Namen kennt, sondern wo es natürlich schon an der Anzahl der Sportarten deutlich vielfältiger zugeht. Und warum braucht man den Kommentator überhaupt? Ja, ich lese mal vor, man sieht ja, wie LeBron James dunkt, Naomi Osaka returned und Thomas Müller müllert. Warum also nicht besser auf Stumm schalten? Theaterstücke werden schließlich auch nicht kommentiert und wenn doch, ist es Comedy. Ja. Ja, man braucht den, damit da auch immer wieder so Anekdoten und Bonmots rausgehauen werden und jetzt gebe ich euch schon einen kleinen Ausblick auf das, was ich später mit euch vorhab, aber aus einem ganz anderen Bereich. Das ist nämlich Fußball. Nein. Jetzt was, also jetzt bringe ich was zum Fußball aus aktuellem Anlass. Und pass auf, das haben wir gestern, der Sommer auch, in unserem kleinen Fußball-Chat bekommen. Mal sehen, ob es klappt. Wie du sagst, es ist wie beim dritten Date mit einer neuen Freundin. Beide wissen, es wird jetzt passieren. So, deswegen bin ich darauf gekommen, dass Fußball und Sex ja offensichtlich sehr nah beieinander liegen, weil die Fußballkommentatoren sich auch gerne einer solchen Sprache bedienen. Ja, Ben, aber du hast es ja gar nicht zu Ende laufen lassen.
Wieso? Kommt doch noch mehr? Ja, der Hauptteil kommt noch. Ich breche zusammen. Ben Cartwright, mach's nochmal an. Lass es zum Ende hinlaufen. Liebe Leute. Beim ersten Mal geht's ja gerne mal ein bisschen schneller. Ja, das ist das erste Mal. Ja, jetzt, aber jetzt bitte bis zum Ende. Nochmal. Nur, dass er den hier nicht reinhämmert. Also, es ist wie beim dritten Date und dann kommt eine längere Pause, nur dass er den hier nicht reinhämmert. Hämmern da bestimmt auch in der Wortwolke, oder? Ja, ich bin immer noch ein bisschen fasziniert von Tortenhebern. Das ist mir tatsächlich so ganz, zieht es mir noch nicht irgendwie zusammen. Tortenhebern, das kann nicht aus dem Fußball sein, würde ich auch sagen. Nein, aber Kommentator brauchst du schon, um so ein bisschen auch hier und da mal vorm Einschlafen bewahrt zu werden. Wobei. Aber ich meine, wenn man im Stadion ist oder in der Halle und sich irgendwie, da habe ich das ja auch nicht. Also habe ich ja maximal irgendwie den Stadionsprecher, der halt rumbölkt, wenn ein Tor gefallen ist oder ein Korb geworfen wurde oder sowas. Aber. Ja, aber da hast du den idiotischen Kumpel neben dir, den du immer mitnimmst und der dir ein Ohr abkaut. Okay. Ja. Na, jedenfalls sind es zwei Dinge. Also erstens darf natürlich nicht auffallen, dass hier immer dasselbe erzählt wird. Und zweitens steckt natürlich auch gerade da die Dramatik drin, die wir ja auch zum Spiel hören wollen. Ja, das sagt nicht irgendein Otto, sondern Simon Meyer-Vieracker. Der ist nämlich, Achtung, Professor für angewandte Linguistik mit Fußballschwerpunkt an der TU Dresden. Das ist aber ein geiler Typ. Der hat zufällig auch einen Podcast. Vielleicht rufen wir den nächstes Mal einfach mal an. Ja. Und tatsächlich, was soll man sagen? Also er hat sich tatsächlich in Sporttickern bedient und 180 verschiedene Alternativen für Schießen gefunden. Das war ja jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Und dann hat einer gesagt, da bumst er ihn rein oder was? Ja, geh ich mal von aus, ja. Also ein paar Begriffe, ich muss jetzt mal, aber sind tatsächlich abwegige Begriffe teilweise. Aber sind hier und da findet sich auch mal so einer, der irgendwie passt. Ja, ich sag mal, buxieren oder mogeln, ja, je nach der Situation. Mhm. Auf dem Platz passt das ja auch inhaltlich. Da guckt der ihn katapultieren, rein. Ja. Oder auch, ja, kicken steht natürlich ja auch drauf. Das ist aber irgendwo unauffällig direkt neben Knolzen. Und zwischen Wurstel und Zucker. Knolzen kenne ich tatsächlich. Also. Ja. Knolzen kennst Knolzen du? Als, also für Schießen halt. Hessischer Begriff. Das ja, wahrscheinlich. Also, irgendwie. Kannst du reinknolzen. Passen, Rätschen, Lupfen. Ich weiß, also ich war jetzt natürlich, das wäre jetzt natürlich so ein kleiner Einstieg, aber das sind tatsächlich so hier die Reihe um die Wörter, die so am äußeren Rand stehen. Ja, nach außen hin wird es hier in dieser Grafik dann seltener. Mhm. Also in der Mitte ist dann eher Köpfen und Passen und Flanken. Ah. Ja, aber nichtdestotrotz Schlenzschäkern. Na gut. Gut. Gab ja auch immer diese Fußballmoderatoren, die da besonders erfindungsreich waren. Das ist ich, Manni Breukmann ist ja so ein Urgestein und Werner Hansch. Das war mal in meiner Zeit bei Phoenix meine schönste Sendung. Da hatten wir mal so ein Fußballthema. Da hatte ich die beide in der Maske da. Und also ich war nicht der Maskenbildner. Ich habe die nur abgeholt als kleiner Student. Aber dann haben die da auch so in dieser Maske gesessen. Und dann diese Stimme von Werner Hansch. Ne, kennt ihr ja bestimmt. Bei Phoenix gibt es immer diese Tassen als Gast. Und dann hatte ich dem irgendwie nur die Tasse wegstellen wollen, dem Hansch, damit die nicht runterfällt. Und da sagt er, ey Junge, was machst du mit meiner Tasse? Da habe ich doch gedacht, das ist ja wie im Fernsehen, der Kerl. Das ist total, gib mich die Kirsche. Ja, aber da, ich finde, da lebt ja auch so ein bisschen der Fußball, nicht nur beim Kommentieren von, wenn du kickst, ja, wenn du auf dem Fußballplatz bist, da ist das ja noch krasser, da wird das Gleiche ja im Prinzip gemacht, ja, und das macht einfach Spaß, ja, das macht einfach Spaß, ja, die Dinger irgendwie reinzuledern oder weiß nicht, was da alles kommt, und das finde ich beim Kommentieren noch gut. Was ich nicht gut finde, ist, wenn irgendwie da die Dauerschwätzer im Einsatz sind, die wirklich das ganze Spiel durchlabern. Jeder Pass wird kommentiert, zu jedem Spieler wird erzählt, dass die Tante vorgestern Geburtstag hatte und all solche völlig sinnlosen Infos. Das macht einen fertig. Oder was mich auch persönlich fertig macht, ist, wenn dann sonst wie gebrüllt wird, da ist er fast drin!
Und in echt ist es so, dass da irgendwie jemand 3 Meter an der Flanke vorbeigerutscht ist. Ja? Also dieses unglaubliche Dramatisieren, um das Spiel krampfhaft spannend zu machen, auch so eine Sache, die einem auf den Sack geht. Aber wenn da jemand irgendwie wirklich mit der Sprache spielt, und das muss ja nicht immer das höchste Niveau sein, ja, aber wenn es einfach lustig ist, finde ich okay. Ja. Ja, also ein Thema ist tatsächlich auch, dass die Kommentatoren gar nicht mehr, also gerade jetzt sowieso nicht, aber auch tendenziell gar nicht mehr im Stadion sitzen. Ja, die sitzen dann auch vorm Bildschirm, und hier eine Koryphäe, ich weiß es nicht, ich kenne den Mann nicht, Wolf-Dieter Poschmann vom ZDF. Kann man kennen. Nee, ich kenne diese Leute alle nicht. Ich habe das hier komplett kompetenzfrei vorbereitet. Ja, er sagt jedenfalls, ich spreche jedem die Fähigkeit ab, selbst Experten ein Spiel nur nach Fernsehen zu beurteilen. Das kann ich aber nachvollziehen, auch wenn ich von Fußball nichts verstehe. Ja, das macht ja keinen Sinn. Ja, du guckst es dir genauso an wie zu Hause, dann kann sich halt jeder selber reinsprechen. Aber tatsächlich, man muss halt das Beste draus machen. Ja, aber der Charme teilweise... Das gleichzeitig auch das Nervige ist, dass die das ja schon auch vorbereiten. Die füttern einen ja schon so ein paar Hintergrundinformationen, die bis zu einem gewissen Grad total auch sinnvoll sind. Aber manchmal, da gebe ich dem Sommer voll recht, da merkt man, ah, da habe ich mir jetzt auch noch irgendwie aufgeschrieben, wann die Tante Geburtstag hat. Ne? Ich habe hier noch was auf dem Zettel, muss ich unbedingt bringen. Das ja. Nervt in der Tat total, dass sie einfach so auch atmosphärische Pausen nicht einfach mal lassen können. Da gibt es welche, die können das, andere, die können das halt nicht, die müssen die ganze Zeit labern. Und es ist auch abhängig von, also jetzt gerade bei Fußball, von der Qualität des Spiels. Also es gibt halt auch Spiele, die sind auch, glaube ich, deutlich mühsamer zu kommentieren, weil halt einfach wenig geschieht. Dann wird sich gerne mal, die Schlauberger ziehen sich dann gerne mal in die Taktikecke zurück, oder es wird auch jedes Foul mit, oh, das hat wehgetan, kommentiert, wo ich mir denke, mein Gott. Ja gut, hat es wahrscheinlich auch. Ah ja, das ist manchmal schwer einzuschätzen. Ja, ja, aber ob es nur wehgetan hat oder ob es ein Showprogramm ist, aller Neighbor. In solchen Spielen fände ich es dann aber auch einfach geil, wenn der Kommentator es sagt, wie es ist. Und einfach so knallhart sagt, das ist ja ein Riesenlangweiler. Gehen Sie mal, holen Sie noch ein Bier im Kühlschrank, hier passiert eh nichts. Ja. Ja, ist doch, also die, auch ne, ja. So krampfhaft ein Spiel irgendwie, was echt scheiße ist, dann irgendwie schön zu labern, das ist auch irgendwie Mist. Das traut sich wahrscheinlich nur einem Öffentlich-Rechtlichen, das zu sagen. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja, ja. Na, aber wisst ihr, was diese Woche auch noch war? Oder letzte Woche, glaube ich, war das? April. Ja, und im April, das ist nämlich auch komplett ohne Zuschauer und ziemlich, könnte man sagen, ich habe es mir nicht angeguckt, aber ziemlich langweilig. Aber da wird immer so ein Preis verliehen, der ziemlich bekannt ist. Und ihr seid doch alles... And the Oscar goes to... Yeah, right. Und ich habe heute für euch aus diesem Anlass ein bisschen was vorbereitet, weil ich eine kleine Geschichte gefunden habe. Zu Anthony Hopkins, der einen Oscar bekommen hat letzte Woche, und da aber alle sozusagen im Homeoffice waren, als die Oscars verliehen wurden, und Anthony Hopkins, wer weiß, aus welchem Land der eigentlich kommt, vielleicht muss man das mal vorne weg, ich fange den Quiz direkt mal an. Ich glaube, das ist Großbritannien. Also ja, aus Wales, genau. Wales, okay. Ist ein Waliser, und der ist jetzt gerade in seine walisische Heimat zurück. Geflogen, zogen, weiß ich nicht, aber er konnte lange nicht ausreisen. Und dort hat er dann erfahren, dass er einen Oscar gewonnen hat oder auch nicht. Denn die Geschichte, die ich im People Magazine gefunden habe, die geht eigentlich darum, dass er das verschlafen hat. Er hat die Oscarverleihung verschlafen, hat dann da einen Oscar gewonnen, hat aber, weil es natürlich auch irgendwo mitten in der Nacht ist in Europa, gepennt. So, und Ich starte jetzt, um mal das hier ein bisschen aufzulockern mit euch. Ihr seid ja auch alle Filmfreaks. Ich habe mir extra hier so ein Soundboard gebastelt. Ich starte mit euch jetzt einen kleinen Filmquiz. Und der erste ist relativ simpel. Der wird nämlich von Anthony Hopkins gesprochen. Und für diesen Film hat er seinen ersten Oscar bekommen. Aber hört euch erstmal das Zitat an. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend. Welcher Film? Hannibal? Nee. Keine Ahnung. Ach nee, Schweigen der Lämmer. Schweigen der Lämmer. Sorry, genau. Ja. Schweigen der Lämmer. Ich dachte, er war der Hannibal Lecter. Sorry. Der ist schon der Hannibal, ja. Aber der Film Schweigen der Lämmer, das war sein erster Oscar in den 80ern. Und das war jetzt der zweite Oscar. Und weil ich das so witzig fand, habe ich gedacht, ich habe ja euch noch mehr solche kleinen Filmschnipsel hier auf mein Soundboard gelegt, und ihr lehnt euch jetzt mal zurück, so wie der Sommer das schon wieder seit Minuten tut, haltet die Augen auf, und ich glaube, Filme sind ja der
gemeinsame verbindende Nenner hier auch so ein bisschen. Jetzt bringe ich ein, den muss der Sammer definitiv kennen. Wir starten mal leichter. 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark and we're wearing sunglasses. Easy. Easy. Das sind die Blues Brothers. Ja. Der Beef hat auch schon genickt. Das ist aber wahrscheinlich, wird das der Einzige bleiben, der, den ich rauskriege, weil also so ein Cineast wie ihr bin ich nicht. Ja, doch, pass auf, wir machen noch einen einfachen. Wir machen noch einen einfachen. My mama always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Beef, du. Forrest Gump. Ja, den habe ich auch gewusst. Das okay. Ist doch auch da, wo der so, mit dem Ball. Alle drei Mann. Filme, die ich gesehen habe im Leben durch. Ja. Ich muss übrigens hier deinem Lobvorschuss mal Einhalt gebieten. Ich habe von Filmen eigentlich erstaunlich wenig Ahnung, zumal ich in den letzten Jahren auch zu nichts mehr komme. Naja, aber immerhin kannst du jede Folge der Simpsons auswendig mitsprechen. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, wie das prestigemäßig einzuordnen ist. Ja, es zählt vielleicht nicht ganz so zu Filmkritik, aber ich kann natürlich zu den Simpsons, kann ich dir Insiderwissen verschaffen. Paulo, du musst dich schnell ducken, die Polizei umkreist uns. Nicht, dass sie das hier als illegale Versammlung auflösen. Die sehen jetzt wahrscheinlich unsere Kabel hier aus dem... Ja. Hält er schon an? Mhm. Ja? Ja? Hält schon an, direkt. Ja, lass mal laufen. Okay. Also wir müssen jetzt unseren kleinen Quiz kurz unterbrechen, weil wir jetzt Besuch von der Polizei hier haben. Staatsmacht. Steigt die Staatsmacht aus? Ja, tatsächlich. Okay. Ja. Ich bin gespannt. Das ist doch hier, nicht verboten. Ich weiß nicht. Nee, ist nicht verboten. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ein Podcast. Ja. Wir nehmen Podcast auf. Podcast? Ja. Ja, Corona-konform. Jeder in seinem Auto. Das ist ja mal echt eine starke Nummer, ey. Das haben wir noch nicht so gesehen. Ja. Medienpodcast. Voll in die Presse heißt er. Finden Sie bei Spotify, unter anderem YouTube. Alles Mögliche, vor allem kuriose Artikel, die in der Presse waren in den letzten Tagen, die können wir hier einbringen und dann diskutieren wir die. Aber nicht das, was ohnehin überall steht, sondern eher so die Spartengeschichten, die meistens ein bisschen kurios oder lustig sind. Haben wir ein Beispiel? Na, ich habe doch hier den tollen Fußballartikel schon gehabt. Man hört mich gar nicht. Ne? Ich bin ja hier nur das ist ein zugeschaltet. Ein Beispiel. Postillon? Postillon, genau. Ja, nicht ganz so witzig. Also, ja, genau, die sind schon nochmal eine Nummer witziger. Ja, die sind ein bisschen professioneller als wir. Aber das sind ja auch echte Artikel hier. Also das ist schon, das sind schon echte, das ist jetzt Spiegel Online beispielsweise. Ja, cool. Ja. Ja, nicht schlecht. Und das ist hier so läuft, finde ich gut. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tag noch. Okay, das ist der amtliche Test, dass unser Setup hier quasi auch polizeilich geprüft und abgenommen ist. Zu mir ist gar keiner gekommen, nur einmal ans Fenster geguckt. Ich scheine zu seriös zu wirken. Die ist einmal aber um dein zu dir Auto ist die Polizistin gekommen. Ja, wir hatten, hat er jetzt nun, also ganz ehrlich. Das kann man ja nachvollziehen wahrscheinlich. Klar. Aber man muss jetzt auch mal sagen, das ist eine der ersten Sendungen seit Ewigkeiten, wo wir nicht gleich am Anfang ein Bier aufgemacht haben. Also als hätten wir es geahnt. Als hätten wir es geahnt, ach, du dass heilige wir Scheiße. Jetzt hier nicht mit der Pulle Bier am Steuer saßen. Das war, glaube ich, jetzt schon von Vorteil. Du hast vollkommen recht. Weil normalerweise sitzt jeder vor sein, also wir sitzen hier hinten im Bus, aber ihr sitzt ja auch noch vorne. Und hat schön die Pulle Bier zwischen den Beinen und nicht nur die erste unter Umständen. Ja, aber ich nehme das mal als Stichwort. Aber jetzt kommt die erste Flasche durchs Fenster. Und Leute, was man noch sagen muss, die sind ja jetzt hier gekommen, die sind gekommen und sind sofort wieder weggefahren. Also wenn ich das jetzt mal interpretieren darf, die hat irgendjemand gerufen. Ja, diese beiden Fahrradleute, die haben uns doch die ganze Zeit gerade umkreist und hat schon die ganze Zeit so geguckt. Der Typ hatte auch so ein Nazi-Schnauzbart. Nee, Entschuldigung, das ist eine Vorbelastung. Ja, der auf dem Fahrrad. Der auf jeden Fall so ein Spitzelschnäuzer. Der auf dem Fahrrad, der sah original aus wie Ekel Alfred, mal für alle. Der hat ja auch so ein Schnurrbart. Nee, wie heißt der aus Das Leben der Anderen? Der ist aber, glaube ich, glatt rasiert, ne? Aber irgendwie wirkte der so ein bisschen,
als hätte der, würde er dir nachts eine Wanze ins Bett pflanzen. Ja. Ich glaube aber, der hat tatsächlich eben Fahrradfahren gelernt. Also ich hatte den Eindruck, dass die Tochter oder wer immer dahinter hergefahren ist, dass er gelernt hat, Fahrrad zu fahren, weil er ist so ein bisschen gegrinst wie ein Schneekönig, als er hier 10 Meter gemacht hat. Tja. Jetzt habe ich den armen Mann so beleidigt, aber naja. Gut, für seinen Schnäuzer kann er ja okay. Ja, ich möchte, doch, für den Schnäuzer kann er was. Da sieht er nicht, wie es wirkt. Ich möchte gerade noch einen Gruß an die beiden Polizisten, die gerade echt super freundlich waren, loswerden für den Fall. Die wissen ja jetzt, welcher Podcast das ist, dass sie sich die Folge vielleicht sogar anhören und möchte sie so ein bisschen beruhigen. Also hier betrinkt sich keiner im Bus so richtig. Ja, also das ist nur eine Stunde und wir labern ja viel und trinken wenig. Das heißt, wir bleiben hier auch alkoholmäßig wahrscheinlich unter allen Grenzwerten. Die Pleurie hat auch so gut wie nichts drin. Genau. Man muss auch mal eine Lanze brechen. Ich finde das voll in Ordnung, dass sie jetzt hier rangekommen sind und sich erkundigt haben und die Lage gecheckt haben. Und das zeigt ja auch, dass mitnichten Polizisten immer alles niederknüppeln, was da irgendwo scheinbar gegen die Grundrechtseingriffe der Bundesregierung verstoßt. Ich sehe es schon in 10 Minuten, wie sie mit 2 Mannschaftswagen wiederkommen. Aber dann haben wir es wenigstens auf live auf Sendung, wenn wir hier niedergeknüppelt ja, werden. Ja, dann kommt dir das SEK, ja, genau. Und bis dahin haben wir dann wenigstens auch das Bier getrunken, Leute. Ja, nein, die waren aber gerade echt in Ordnung. Ja, super nett, ja. So, sehr gut. Also schöne Grüße an die Polizei. Das ist jetzt übrigens heute da wir letztes Mal ja eher so die internationalen Wochen hatten, so Karlsberg, Estnisch und Polnisch und was weiß ich, Belgisch, jetzt haben wir was aus Köln. Das ist Hellas, das ist eine dortige Brauerei und das ist aber kein Kölsch, sondern ein Wies von dort. Wies, okay. Ja, darauf ein dreifaches Prost. Ich hätte eigentlich noch einen passenden Artikel dafür, aber ich muss jetzt erstmal mit meinem kleinen Quiz hier weitermachen. Wir wurden so jäh unterbrochen, wenn auch legendär. Das kommt in die Best-ofs. Aber ein, zwei habe ich noch. Machen wir mal ein bisschen was Klassisches. Ich wette, das kennt ihr auch. Sagt er, it's a lie? It's alive, it's alive. It's alive. Und dann in the name of God, now I know how it feels to be God. Also der hat offensichtlich da gerade was erschaffen. Das kann ja nur der hier mit dem Frankensteins, also der Frankenstein mit seinem Monster sein. Das ist der Herr Frankenstein. Aber welche von den 724? Der von 1931. Okay. Fangen wir mit dem Klassiker an. So, jetzt muss ich mal genau überlegen, ich will jetzt nicht alle noch abspielen, aber... Drei muss ich unbedingt noch machen. Von wegen It's Alive, das ist jetzt ein kleiner Hint schon für den nächsten. Für den nächsten, Achtung. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Ja, das ist wunderbar, das kenne ich, weil du mir das mal auf eine wunderbare CD eingespielt hattest. Ja, Musik-CD. Eine Mix-CD, da tue ich ja. Dir auch immer dazwischen. Ja, ja, wunderbar, aber ich weiß nicht, zu welchem Film. Typ rennt mit dem Schrotgewehr in eine Bank rein, da stehen lauter Leute. It's Alive, der Film heißt fast genauso. Ja. Sie leben, Horrorfilm aus den 90ern. Okay. Dann, John Carpenter, ne? Genau. Richtig. Und dann schießt er da auf irgendwelche Zombies. Da wäre ich nicht drauf gekommen. So, den Film weiß ich, dass der Sommer den kennt. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich die immer natürlich auf Englisch jetzt genommen habe. Aber da weiß ich definitiv, der Sommer kennt den Film. Wir haben schon zigmal drüber unterhalten. Du kennst den bestimmt auch. Und der selbst unser Freund, den die Staatsmacht ignoriert, der kennt den. Achtung. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Die Eröffnungsszene, da liegt so ein Typ auf dem Rücken und erzählt was in die Kamera. Tja. Also das Zitat hat mir jetzt gerade überhaupt nichts gesagt. Oder spielst du es nochmal? Geht das? I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Schöne Lebensweisheit. Hm. Der Film ist, der war einer meiner Lieblingsfilme früher, so mit 16, 17. Ist das hier nicht? Also aber nicht, World, nicht hier, nicht. Ferris macht blau. Ja, siehste, ich sag doch, du kennst den. Ferris macht blau. Ferris Bueller's Day Off auf Englisch. Das ist ja dieses also, Bueller.
Ja, Bueller. Also der Lehrer, der dich immer wieder Lehrer, aufruft. Der Lehrer, ja, da, also da, die Gelegenheit muss ich jetzt mal gerade ergreifen. Also da muss ich mal, zu dem Film einen Tipp geben. Geht mal auf YouTube und gebt ein, Ferris macht blau, und dann dazu irgendwie das Stichwort, weiß nicht, Lehrer oder Unterrichts oder irgendein Stichwort, was halt für so eine Szene im Klassenraum dazu passt. Da gibt es eine Szene, die ist auf YouTube zu finden. Das ist so geil, weil der Lehrer, der da spricht, so wie der Beef das eben so schön vorgemacht hat, so unglaublich monoton, wahrscheinlich ein Geschichtslehrer, Geschichtsunterricht, der Lehrer steht da und der erzählt so unglaublich monoton. Und dann geht die Kamera von Schüler zu Schüler. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, in Hollywood, die können es ja schon, die haben es schon raus, die können was. Diese Leere in den Gesichtern der Schüler, diese Leere, dieses kalte Entsetzen darüber, dass sie in diesem Unterricht sitzen und gefangen sind. Die schmeißen nicht mit Müll durch die Gegend oder ärgern sich gegenseitig, sondern die sind einfach entgeistert, still, völlig geschockt, und die Kamera geht von Gesicht zu Gesicht. Der eine liegt da auf dem Tisch mit dem Kopf, pennt, ihm läuft der Sabber aus dem Mund. Also wirklich eine sehr, sehr lohnende Szene. Ja. Großartig. Ja, das stimmt. Also den Film, der kriegt dann ja immer wieder Bock, die sofort zu gucken, wenn man so über so Filme guckt. Ich habe hier noch mehr, aber einen muss ich noch bringen, weil den würde ich sagen, wenn es ein Filmzitat zu unserem Podcast gibt, könnte man eigentlich nach jedem Beitrag fast abspulen. Wobei, das ist ein bisschen gemein. Aber mit einem zwinkernden Auge, der passt immer. Hört mal genau hin. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. May God have mercy on your soul. Also ich muss gestehen, ich hätte es nicht erraten. Ich bin da eher übers Zitat gekommen. Keine Ahnung. Nee. Guck mal, ich drauf. Aber das Zitat ist mir tatsächlich geläufig. Billy Madison. Irgendwie so ein Film. Ich habe den Namen von dem Kerl vergessen, der immer diese Klamauk-Filme macht. Billy Madison. So ein reicher Hotelerbe, der dann nochmal zur Schule geht und sein Highschool-Diplom irgendwie nachholen will mit, Gott, mir liegt's auf der Zunge. Meine Kinder gucken den immer, der spielt auch immer hier mit diesen Freunden da, die dann irgendwie Scheiße bauen und Adam Sandler? Oder Adam Sandler, genau, oh Gott, dankeschön. Ich kannte ihn. Dankeschön. Ja, das war mein kleiner Filmquiz für euch mit Originalzitaten. Dann würde ich mich direkt mal hinten dran hängen. Auch mit einem Film, es passt also sensationell. Allerdings, ich sag mal, wenn wir eben jetzt schon Filmklassiker, berühmte Zitate und auch Oscar-Verdächtiges oder Oscar-Gekrönte auch hatten, also hier ist es genau das Gegenteil. Ihr kennt den Herr der Ringe, also die meisten von euch. Vom Sehen. Vom Sehen, sehr schön. Manche kennen es ja sogar vom Lesen. Ja, ich hab den letztens im Aldi getroffen, ja, da, klar. Kennt genau. Man. Also, das ist ja diese Peter-Jackson-Verfilmung, die ja durchaus offensichtlich schon auch von Nicht-Kino-Aficionados gesehen wurde. Es gibt aber auch eine russische Version. Es gibt eine Russland-Version aus dem Jahre 1991 vom russischen Fernsehen. Wächter der Nacht. Leningrad TV. Nein, das ist tatsächlich die Herr-der-Ringe-Geschichte. Ach so. Allerdings, also sie heißt im Original, ich bin jetzt tatsächlich im Russischen nicht völlig sattelfest, Kraniteli. Ist aber, wie gesagt, die sowjetische Verfilmung der Herr der Ringe-Saga und ist aktuell wieder bei YouTube zu sehen in zwei Teilen. Also das sind zwei Hälften quasi, also beide so ungefähr 90 Minuten. Ja, yeah. Und das ist, wie gesagt, das exakte andere Ende der Skala von toll gemachten Szenen oder auf den Punkt gefilmt oder großartige Zitate. Das ist Gestümper vor dem Herrn. Also ich sag mal, es ist herrlich, das anzugucken. Es ist auf Russisch, also wie gesagt, man braucht die Dialoge aber nicht. Es ist mit einem Dauerweichzeichner gefilmt, wo dann auch manche Kommentatoren dann auch vermutet haben, dass entweder Vaseline auf die Kamera geschmiert wurde oder aber jemand draufgespuckt hat und sie haben es nicht gemerkt. Es sieht aus wie ein abgefilmtes Schülertheater, und zwar ein schlechtes abgefilmtes Schülertheater. Es ist wirklich, ich habe mir das angeguckt, es ist
unfassbar. Du hast Ärger. Ja. 3 Stunden. Es ist in seiner unfassbaren Schlechtheit schon wieder gut. Es gibt da im Russischen auch einen wunderbaren Begriff für, der so ein bisschen sich zusammensetzt. Das nennt sich dann im Russischen Krinschowo. Das ist abgeleitet vom Englischen Cringe, also erschaudern, und auch von Prekrasno, also wunderbar. Also so ein wunderbares Erschaudern. Also für diese Art, für diese Art Genre, des, oder? Also für diesen Film und vielleicht auch für andere Dinge, wo man einfach denkt, es ist, im Deutschen würde man vielleicht sagen, es ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Das trifft es aber nicht im Kern. Also es ist tatsächlich unfassbar schlecht und es wird auch nicht gut, aber es ist tatsächlich... Hast du das denn dem Henk mal geschickt? Der muss doch sowas unter Film ist das jetzt sehen. Also der muss doch das kennen. Ich werde ihn nochmal darauf hinweisen. Also er ist auch so, dann auch so, Kostüme sehen aus, als wenn sie es aus allen Theatern der Stadt zusammengetragen hätten. Da Sam hat 4 Augenbrauen, das fanden sie wohl eine super Idee. Und es ist erschreckend. Also ein Traum, sich das anzugucken. Wie gesagt, bei YouTube einfach mal Herr der Ringe, Sowjetunion eingeben. Man wird fündig und... Es ist ein spezieller Abend dann. Ausgezeichnet. Dass du dir sowas 3 Stunden dann auch gibst. Ist faszinierend, ja. Man kann aber sicherlich mal 10 Minuten vorspulen, aber man verpasst dann vielleicht was. Also auch so Dinge, dass, der hat dann so einen komischen Stirnreif, der Saruman sieht dann aus wie sonst irgendwas, dieser Dialoge. Das ist auch wirklich oft dann auch so gefilmt wie auf so einer Theaterbühne. Dann kommt so eine Opernsängerin rein, mittendrin irgendwann, weiß auch nicht warum. Die hatten sie wahrscheinlich gerade noch unter Vertrag oder sowas. Oder die kam halt ins Studio. Spezialeffekte nicht vorhanden, sensationell. Also das nur mal so vom anderen Ende von der Niveaustange quasi. Ja, das klingt mir direkt sympathisch. Ja. Könnte doch ein Mockbuster werden. Mockbuster ist ja immer noch ein bisschen, ist ja schon das Bewusste. Also hier, ich glaube, die haben ja versucht, ernsthaft zu filmen. Aber die könnten es doch jetzt als Mockbuster. Ja, das könnte man natürlich schon versuchen. Ja. Schlechter kann das auch nicht sein. Nee, nicht wirklich. Ich glaube, also über YouTube läuft es. Es hat auch wirklich weit über 1 Million Klicks schon. Also es ist jetzt auch wirklich, es geht im Internet steil. Das ist ja, das schon ist ganz ja immer bei diesen Filmen so, ne? Entweder sind sie richtig, richtig gut oder richtig, richtig schlecht. Beides kann Erfolg haben. Wenn es da irgendwo dazwischen ist, dann wird es schwierig. Dann vergisst man es wahrscheinlich schnell wieder, aber wenn du auch so richtig, das fasziniert mich ja an dem Film Sharknado so, dass er halt auch einfach so richtig schlecht gemacht ist. Handwerklich schlecht gemacht, Story schlecht, alles schlecht und dann schon wieder geil. Also, ja, das ist halt vielleicht, Entschuldigung für die Ausdrücke, weil es ist halt einfach schnell zusammengewichst. Das ist halt einfach, die haben halt wenig gebummt. Ja. Das ist halt schnell. Da kommst du sofort auf die Liste. Ja. 180 also reingewichst gibt es da mit Sicherheit da auf deiner Liste. Ja, schnell. Und, das gibt es ja schon lange irgendwie. Klar. Aber es ist tatsächlich, ich glaube, das ist dann echt ein Budgetthema. Also das wurde hier auch unterstellt, dass die für den gesamten Film wahrscheinlich ein Budget von in der Höhe etwa von dem Catering von Peter Jackson an einem Tag war. Also das ist ja, so hat Helge Schneider 3 Filme gemacht wahrscheinlich mit dem Budget. Die ja genau genommen. Dieser erste Film von ihm, Johnny Flash, da habe ich immer gerne behauptet, den ich sehr gut finde, aber wenn ich dann darüber mal gefragt wurde, was mich daran fasziniert, weil der sei doch so billig, sag ich, ja, der ist billig. Das Teuerste in dem Film ist die Taxifahrt, die da drin vorkommt. Ne? Ansonsten ist der einfach so total billig gemacht, aber richtig gut billig. Und ich bin ja großer Helge Schneider-Fan. Ja, schon, das mag schon sein, aber im Prinzip, da kann man es vielleicht unter Kunst verbuchen. Ja. Also wenn das eine entsprechende Attitüde. Schlimm ist ja, wenn du es dann halt ernst meinst, ne? Wenn du das nicht als. Wenn du gut sein möchtest. Ja. Wie heißt denn dieses? Hieß doch mal dieser über Crowdfunding finanzierte Film, ich glaube Kartoffelsalat oder so, von irgendwelchen YouTubern. Ich habe ihn mir nie angeguckt, aber das galt ja auch mal als der schlechteste Film aller Zeiten. Wobei das immer schwierig ist, solche Superlative. Jetzt haben wir ja den nächsten Parkplatz. Hier ist aber auch was los. Da hinten auf unserem Stammplatz steht dieser überdimensionierte. Ja, das muss man mal sagen. Der nette Fahrer in seinem Malibu, der da vielleicht gerade ein Nümmerchen schiebt, Malibu Camper, der steht auf unserem Stammparkplatz. Mit dem amtlichen Kennzeichen DUMP6. Nein, das ist egal. Du musst auch bedenken, vielleicht hören ja die netten Polizisten zu und dann hat er direkt ein Problem, wenn ihr den jetzt... Ja, zu Recht, aber wenn er da steht... Ja, nein, aber jetzt, Ben, wo du das nochmal ansprichst, weil mir das gerade auch durch den Kopf ging,
bin ein bisschen abgeschweift, als der Beef hier eben erzählte. Das ist vielleicht etwas, ich habe zwar jetzt keinen Beitrag dazu, aber was wir im Anschluss an den Polizeibesuch von eben vielleicht mal doch mal ganz kurz diskutieren können. Ich habe in der letzten Woche viele Diskussionen gehabt mit einer Freundin über einen Bericht zum Thema Corona und da kamen auch Leute zu Wort, Psychologen und andere, die auch sagten, dass Corona auch insoweit problematisch ist, weil die Blockwarte wieder aktiv werden können, weil wieder das Misstrauen gesät wird, weil wieder dazu aufgefordert ist, vielleicht auch nur nonverbal, indirekt zu gucken, was die anderen machen und sie zu verpetzen und so weiter. Und wenn es jetzt tatsächlich so war, wie ich es vermutet habe, dass hier jemand die Polizei angerufen hat, weil die sind nur direkt zu uns gekommen und auch danach direkt wieder komplett verschwunden. Ja, aber ganz ehrlich, die cruisen doch hier alle zwei Wochen, wenn wir hier sitzen, kommt doch irgendwie so ein Polizeiwagen. Meistens drehen die ja nur so einmal eine Runde. Ja, eben, aber die Runde haben sie diesmal nicht gedreht. Ja, weil wir hier so prominent in der Mitte platziert gut, sind. Gut, wir wissen. Weil uns der Malibu ja unseren VIP-Parkplatz wegnimmt. Ja. Wir wissen es nicht, ja. Es ist ja aber trotzdem die Frage mal an euch, ist das etwas, was ihr auch seht und was ihr als problematisch seht? Oder sagt ihr, ach, das ist geht auch wieder weg? Oder wie seht ihr das? Ja, ich persönlich finde es super problematisch, habe aber noch nicht, also ich finde den Gedanken super problematisch, habe es aber erst noch nicht am eigenen Leib so wirklich erfahren, muss ich sagen. Man hört halt häufig diese Nachrichten, ne, da und da ist eine Party und dann plötzlich hat irgendein Nachbar es mitgekriegt, hat die Polizei gerufen. Ja gut, ja, also vorher auch dann schon. Wird er sich wahrscheinlich irgendwie in seiner Ruhe gestört sehen und diesmal bringt es halt auch was. Normalerweise ist ja so, das Ordnungsamt kommt, dann drehen die Musik leiser, weil die natürlich schon offensichtlich vor der Tür stehen, ja, und danach geht es halt genauso weiter wie vorher. Also jetzt kommt natürlich dann direkt die Hundertschaft, sprengt die Party und natürlich die Tür gleich mit, ja, oder vielleicht auch nicht, vielleicht wird man ja auch nur freundlich nach draußen gebeten. Hm. Aber, also ich mache mir eher Sorgen, dass sich solche Tendenzen dann auf Dauer festsetzen. Ja? Ja, also ja. Sicherlich der Trend, dass man vielleicht, wenn man krank ist, eine Maske trägt, da hätte ich ja gar nichts gegen, das ist ja mal zur Abwechslung eine echt gute Idee. Ja, aber dieses Beäugen. Ja, es wurde auch angesprochen in dem Bericht von Arte, über den ich mich unterhalten hatte, da ging es auch um Kinder, ja. Da ging es auch darum, dass Kinder irgendwie wohl in Schulen aufgefordert werden, dann auch quasi ihre Mitschüler zu verpetzen, teilweise anonym mit Zettelchen, wenn die irgendwie die Maske nicht korrekt tragen oder sonst irgendwie sich nicht konform verhalten und dass sich das bei den Kindern gegebenenfalls auch verfestigt. Ich weiß nicht, wie dramatisch, wie problematisch das wirklich ist, ob das jetzt so ein bisschen überzeichnet ist, aber ich wollte es jetzt angesichts des Polizeibesuchs hier mal kurz. Also ich habe, Kinder verpetzen sich doch nicht gegenseitig, also höchstens mal so als Strafmaßnahme, ja, aber wenn einer abschreibt, ist es ja auch nicht üblich, den dann zu verpetzen. Ich habe auch tatsächlich in der Öffentlichkeit noch niemanden gesehen, der irgendwen mal wegen seiner Maske angepflaumt hätte, ja, also es laufen ja unheimlich viele Maskenpimmler auch rum, also den Begriff habe ich mir abgeguckt, ja, diese Leute, die ihre Maske so gerade noch mit über den Mund tragen, wo man eigentlich auch sagen müsste, dann zieh sie halt an oder aus, ja, aber nicht so eine Scheiße. Nur das macht halt keiner, also ich habe es zumindest noch nicht gesehen, dass irgendwie Leute angepflaumt werden wegen sowas, ja, wahrscheinlich will auch jeder, du hast ja zugleich dieses Gebot, Abstand zu halten, du willst da eigentlich ja auch gar nicht in die Nähe kommen. Also ich habe das jetzt schon mehrfach erlebt, ja, im Supermarkt, dass da waren es dann die Kassierer, die die Menschen darauf hingewiesen haben, die Maske ordentlich zu tragen und auch an der Kasse habe ich mal eine Szene mitbekommen, wo eine Frau sich tierisch aufgeregt hat, weil der Hintermann ihr immer näher kam und der hat sich dann da auch irgendwie aufgeregt und die bat halt darum, dass er mehr Abstand hält und der hat dann auch so, was soll ich denn machen hier, und dann hat der Kassierer auch gesagt, also wenn die Dame sie darum bittet, dann halten sie doch bitte einfach ein bisschen Abstand, ne? Das ist auch hier alles kein Find Problem. Finde ich übrigens auch ohne Corona völlig legitimer Wunsch, also ich meine, man muss ja nicht ständig einen im Nacken haben, aber vielleicht frequentieren wir ja unterschiedliche Supermärkte. Also bei uns im Bio-Ökomarkt passiert sowas natürlich. Das war im Lidl. Ah, okay. Ja, wobei im Ökomarkt sind ja die ganzen Heilpraktika-Aspiranten, die da eh drauf scheißen. Aber im Biomarkt würde ich wahrscheinlich aggressiv werden. Also ich glaube, ich gehe ja auch gelegentlich in den Bio-Supermarkt, aber wenn es einen Ort gibt, wo ich echt unterschwellige Aggressionen kaum noch kontrollieren kann, ist es der Bio-Supermarkt. Tut mir leid.
Geil. Die ganzen spätgebärenden Akademiker da ihren Wocheneinkauf machen für 500 Euro. Ja, klar. Und mich dann auch noch irgendwie doof angucken oder so. Irgendwie. Naja, wenn du die gute Schweinebratwurst für 1,50 das Kilo kaufst, dann musst du da schon ein paar gute Gewürze drauf prieseln. Ja, aber ist doch geil. Dann sind wir schon beim nächsten Film. Falling Down, Ben Cartwright. Mir reicht's. Ben Cartwright im Bio-Supermarkt. Aber im Bio-Supermarkt. Echt, da geht's zieht dann die ab. Abgesägte Schrotflinte. Ich erschlag die mit einer Aubergine oder so. Ja, großartig. Leute, ich hab hier dieses Thema kurz eingebracht, ich beende es auch wieder und mach mal hier mit dem nächsten Artikel weiter. Ich hoffe jetzt, ihr kennt ihn noch nicht. Deswegen frage ich jetzt mal einfach oder erzähl kurz und frag dann. Stellt euch vor, da ist ein Journalist, der schreibt unter anderem zumindest auch für die New York Times. Der heißt Farhad Manjoo, so spreche ich ihn jetzt mal aus. Und der hat eine Kolumne bei der New York Times und hat einen Artikel geschrieben oder eine Kolumne über die kalifornische Gesetzgebung für Einfamilienhäuser. Und diese Gesetzgebung, die kritisiert er, weil er hält diese Wohnweise für rückständig. Und vor allem, weil sie eben zu viel Platz wegnehmen, ne? Das ist ja auch etwas, was ja jetzt hier in Deutschland langsam so das Thema, ein Thema wird. Und er macht sich da viele Gedanken über das richtige Wohnen und in welchen Wohnverhältnissen die Menschen aufwachsen oder aufwachsen sollten. So, der ist auch bei Twitter, dieser Journalist, der den Artikel geschrieben hat. Und jetzt frage ich euch mal, dann kriegt er plötzlich einen Shitstorm, dieser Journalist. Shitstorm kriegst du natürlich heutzutage schon, wenn du dich übers Wetter auslässt. Ist ja eine der negativen Seiten der sozialen Medien. Aber der kriegt einen Shitstorm aus Deutschland. So, und jetzt, ich gehe jetzt mal nur so weit mit meinen Informationen. Habt ihr eine Idee, wieso kriegt der einen Shitstorm aus Deutschland? Tja. Ich weiß nur, dass die baden-württembergische CDU das Thema mal in ihrem Wahlkampf hatte jetzt irgendwie. Na, es ist das Thema, ist schon in Deutschland angekommen. Ja. Aber ihr könnt eigentlich noch nicht drauf kommen, wenn ihr es nicht kennt. Und deswegen eng ich es jetzt noch. Wieso fragst du das? Das ist doch auch sinnlos. Um deine intellektuelle Überlegenheit mal wieder vorzuziehen. China ist der Kreis umgefallen. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Sag mal, es gibt gleich einen Shitstorm. Ja, ich wollte nur testen. Ich meine, hätte ja sein können, dass doch einer von euch ein bisschen schlauer ist als gedacht. Aber aufgepasst, ich enge das ein bisschen weiter ein. Der Shitstorm, der kam von Schülern aus Nordrhein-Westfalen. Tja. Jetzt noch eine Idee? Nein. Was hat Nordrhein-Westfalen mit kalifornischen Einfamilienhäusern und der entsprechenden Gesetzgebung zu tun, muss man sich jetzt wahrscheinlich fragen. Ja, eigentlich schon, aber nein, auch das nicht. Dann gib uns mal eine richtige Information. Kannst du das rausschneiden? Ich löse es jetzt schon fast auf, weil ihr nicht drauf kommt. In Nordrhein-Westfalen waren jetzt oder laufen jetzt die Abiturprüfungen. So. Klingelt es? Nein, immer noch nicht. Vielleicht mussten die da irgendwas über das kalifornische Einfamilienhausgesetz in der Abiturprüfung so ähnlich. Es geht um die Klausur im Fach Englisch und die hatten drei Texte in Nordrhein-Westfalen, ist ja Zentralabi mittlerweile, drei Texte zur Auswahl, die sie interpretieren mussten oder zu denen sie irgendwas schreiben mussten. Und einer dieser Texte war genau der Artikel von dem Journalisten Farhad Manjoo über dieses Thema. Und wieso kriegt er dann einen Shitstorm von den Schülern? Einen Shitstorm, wo unter anderem dann so Kommentare kommen wie: Dein Artikel hat mein Abi versaut. Ja, gut. Der arme Kerl, es ist nämlich folgendermaßen, verhält es sich. Dieser Artikel ist wohl nicht einfach zu verstehen, weil er viele Begriffe, auch Slang-Begriffe verwendet, viele, viele Wörter und Redewendungen, amerikanische Redewendungen, die den Schülern halt nicht geläufig waren und die sie auch irgendwie, man darf ja dann schon mit so einem Wörterbuch auch arbeiten, die sie da auch nicht gefunden haben. Ein Schüler schreibt zum Beispiel dann auf Instagram: Junge, benutzt doch Wörter, die es im Wörterbuch gibt, du Hond.
Oder dein Artikel hat mein Abi versaut. Danke für nichts. Aber sag mal, da komm. Das ist doch nicht die Schuld von dem Otto, dass er da irgendwelche Wörter benutzt. Na, hätte ich jetzt auch gesagt. Er hat das Ding nicht geschrieben, um da den Abiturienten da irgendwie einen Text zu liefern. Wollte ich gerade sagen. Und das ist doch das beste Beispiel für die totale Erhöhung der sozialen Medien, dass so in Nordrhein-Westfalen sich irgendwelche Schüler öffentlich wirksam, sodass es in diesen weltberühmten Podcast kommt, auskacken können über einen Artikel in der New York Times. Ja, richtig. Bingo. Ist doch völlig bekloppt. Es ist völlig bekloppt. Deswegen ist es auch so, dass wohl viele auch dann Partei für ihn ergriffen haben, dankenswerterweise. Und er hat es dann sogar in die am Sonntag in die Aktuelle Stunde des WDR geschafft, der Journalist. Dann hat er es aber geschafft, der New York Times Reporter. Weiß der Aktuelle Stunde, dann weiß der eigentlich von dem Shitstorm. Ja, oder sicher. Findet das alles hier sicher, in NRW statt? Doch, er weiß. Ist ein gemachter Mann. Er weiß, hat auch Internet bei sich. Er weiß von dem Shitstorm. Mittlerweile ist sogar sein Wikipedia-Artikel erweitert worden, dass sein Artikel für eine Klausur in Nordrhein-Westfalen verwendet wurde, also in der Englischsprache. Wikipedia-Eintrag. Und sie haben ihn dann, wie gesagt, vom WDR aus auch interviewt und er hat natürlich überraschungsfrei gesagt, dass er gar nicht wusste, dass sein Text als Aufgabe genutzt wurde. Und im Prinzip, ihr habt wahrscheinlich muss das Land jetzt alle möglichen Gebühren noch nachzahlen, dass es diesen Artikel runtergeladen und illegal ausgedruckt hat. Ja, pass auf, also dieser Typ, der sieht auch echt, der ist ja auch mit Foto, der sieht auch echt nett aus und entsprechend hat er sich da auch geäußert wohl beim WDR. Er hat nämlich Verständnis gezeigt und hat gesagt, ja, der Artikel enthält viele Wörter, die für Nicht-Muttersprachler schwer zu verstehen sind und auch amerikanische Redewendungen seien enthalten gewesen. Und er hat sich sogar, das ist ja echt schon fast süß, er hat sich entschuldigt dafür, falls er den Abiturienten dadurch Ärger bereitet hat. Das habe er nicht gewollt. Ja, ich meine, das ist ja schon klar. Ja, da kann er natürlich so gar nichts führen. Ne? Hat sich denn mal, weißt du, wie der WDR da bei der Aktuellen Stunde recherchiert hat, aber haben sie sich denn mal an, ich sag mal, Frau Gebauer oder das Schulministerium gewandt und mal gefragt, wie sie denn drauf kamen oder warum sie das für eine gute Idee hielten, exakt diesen Artikel zu nehmen? Ja, das wäre eigentlich. Also irgendjemand hat es ja entschieden, dieser Artikel in die Abiturprüfung eingeht. Ja, das wär natürlich viel naheliegender zu fragen, wieso genau so ein Artikel es dann wird. Ich meine, sie hatten 3 zur Auswahl, aber trotzdem, das kommt hier jetzt nicht zum Ausdruck, ob da auch irgendwie ein Shitstorm bei Frau Gebauer gelandet ist im Ministerium. Aber der Journalist, der hat es wohl mit Humor genommen und hat zum Beispiel einer Twitter-Userin, die hat ihn gefragt, sie ist mit dem Adjektiv Ritzized nicht zurechtgekommen. Hier, Prollo, du bist doch Ami halber. Was? Kannst du das bitte kurz Englisch aussprechen? Ritzized. Das sagt mir gar nichts. Ja, eleganteste, also das kommt, ich weiß nicht, kommt es von Ritisai oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat die das Wort offensichtlich auch nicht gefunden im Wörterbuch. Ein Slangwort heißt es hier in dem Artikel. Eleganteste übersetzt soll es heißen. Der Journalist hat ihr jedenfalls darauf dann auch geantwortet und hat dann auch humorvoll gesagt, dass so ein schnelles Feedback immerhin bei einer Prüfungsarbeit bei einem Text von Shakespeare ja nicht möglich gewesen wäre. Und damit hat er ja recht, ja, der Shakespeare kann sich nicht aus dem Grab erheben und diesen Support bieten. Also der ist man ganz... Man könnte auch sagen, dem Shakespeare geht die Kritik aus Nordrhein-Westfalen am Arsch vorbei. Ja, genau. Jeglicher Shitstorm geht ihm am Arsch vorbei. Genau. Aber der Typ ist echt gut drauf. Er hat auch nochmal gesagt, das, was wir wahrscheinlich schon auch als Schüler immer gewusst haben, nämlich, dass Texte im Unterricht auch überinterpretiert werden und dass man eigentlich nicht hinter jeder Wortwahl ein tiefschürfendes Bildnis vermuten müsse. Ja. Tja, Da würde ich aber jetzt gerne noch was dranhängen. Also wenn du durch bist, sag mal, dann... Ja, ich bin im Prinzip durch. Die Lehrer sind wohl aber auch begeistert einfach von der Reaktion des Typen, weil der kümmert sich tatsächlich auch um die Anfragen, hat sich ja sehr verständnisvoll geäußert und die irgendeine Lehrerin hat schon auch irgendwie angekündigt, dass sie
das Ganze nochmal mit irgendwie eine Online-Diskussion mit der Klasse machen wird und den Typen, also den werden sie so lange so schnell nicht in Ruhe lassen, der wird noch seine Arbeit mit den Schülern und den Klassen in Nordrhein-Westfalen haben. Der ist gut. Ja. Und er hat es geschafft, wie gesagt, aktuelle Stunde. Also wenn du da aktuelle Stunde warst, und wenn du es dahin hier schaffst, dann jetzt noch hier, jetzt hier im Podcast, dann schaffst du es überall. Nicht nur in New York. ich habe aber auch noch was zum Thema Medien. Es geht in dem Fall um Fox News. Ist ja nun ist ja zu, wie soll ich sagen, unehrenhaftem Ruhm gekommen während des amerikanischen Wahlkampfs. Während welchem Wahlkampf? Während allen wahrscheinlich. Ja, aber im letzten noch mal ganz besonders quasi als Haus- und Hofsender von Trump und Republikanern. Hier geht es letzten Endes darum, also der Artikel ist aus der Süddeutschen in dem Fall und ist überschrieben als das große Burger-Desaster. Hintergrund ist, dass Fox News seinen Zuschauern suggeriert hat, dass Joe Biden ihnen die Burger wegnehmen wollte. Joe Biden ist ja relativ rege, beziehungsweise, ich will es mal anders formulieren, er ist ja das, was, also er macht halt einfach seinen Job im Gegensatz zu Trump und arbeitet Dinge ab und entscheidet Sachen und so weiter und so fort und bringt Dinge auf den Weg. Und da geht es auch um die Klimarettungspläne. Das ist im Prinzip das, was Biden vorgestellt hat. Und daraus hat dann Fox News gemacht, dass Biden von den US-Amerikanern verlangen würde, den Rindfleischkonsum um 90% zu reduzieren. Und dann seien dann quasi nur 2 Kilo Rindfleisch pro Person und Jahr erlaubt. Und das würde also bedeuten maximal 1 Burger pro Monat. Das Problem bei der ganzen Sache ist, Biden hat in seinem Klimaplan das mit keinem Wort auch nur angedeutet. Da geht es überhaupt nicht um den Fleischkonsum oder den Konsum von Lebensmitteln beziehungsweise dessen Einschränkung oder deren Einschränkung, sondern es geht im Prinzip um ganz andere Dinge. Und das ist ganz Erstaunliche, dass Fox News das erstmal in aller Breite ausgewalzt hat. 3 Tage später, nachdem sie dann es wirklich in allen Medien und in allen Sendungen im Halbstundentakt verbreitet haben, haben sie zugeben müssen, die Grafik hätte fälschlicherweise unterstellt, dass eine Reduzierung des Fleischkonsums Teil des Klimaplans von Biden ist. Das ist nicht der Fall. Problem ist, es haben sich alle möglichen Leute, schlaue, weniger schlaue und sonst irgendwas, loyale Weggefährten von Trump und alle möglichen anderen Republikaner und so weiter und so fort, haben sich zu dem Thema geäußert. Einer hat auch gesagt, Larry Kudlow hat das so gesagt, ein ehemaliger Wirtschaftsberater von Trump, sagte, dass also zukünftig am 4. Juli die Amerikaner nur noch pflanzenbasiertes Bier und gegrillten Rosenkohl essen dürften. Was dann ist, das immer ist ja, bei dem Thema. Das ist genau das, was ich, wenn ich hier ganz kurz einhaken, ja, ich habe das nämlich im Spiegel auch gefunden. Und dieser Larry Kudlow, der hat selber eine Sendung bei Fox News, ehemaliger Wirtschaftsberater von Trump. Und der hat sich da zu seinen Aussagen zu diesem Green New Deal von Biden ziemlich eigentlich lächerlich gemacht mit genau dieser Aussage. Das ist dann bei Twitter ihm um die Ohren geflogen, weil er eben behauptet hat, künftig gäbe es nur noch pflanzliches Bier. Also ja gut, hat er sich zum Larry gemacht. Hat er sich so zum Larry sagt. Gemacht. Wie gesagt, und wenn man sich mal fragt, was in Bier bisher drin war, dann wird man feststellen, das war auch schon pflanzlich oder vielleicht in den USA. Wer weiß, ob sie das da irgendwie durchs Schweinefleisch gezogen haben. Ja eben, hast du noch nie Rindfleischbier getrunken. Man könnte ihn mal fragen, wo es das auf fleischbasierte Bier zu kaufen gibt. Ne? Genau, das ist traumhaft. Ja genau. Nee, das ist halt so. Und das ging dann weiter. Also da haben sich dann auch alle möglichen Gouverneure und so weiter und so fort. Also da haben sich eine ganze Menge zum Larry gemacht. Und das Erstaunliche ist, dass das Ganze basierte im Prinzip auf einer irreführenden Grafik, die aus dem britischen Revolverblatt Daily Mail, also wir sind jetzt auch schon wieder über den Teich, die haben im Prinzip überhaupt erstmal die Studienergebnisse einer Universität, und zwar University of Michigan, in Verbindung mit Bidens Klimapolitik gebracht. Das gab es vorher auch gar nicht. Das war also, das hatte auch eigentlich keine Verbindung. Und die haben dann ihren Artikel am Donnerstag noch formuliert, wie Bidens Klimaplan dazu führen könnte, dass sie nur noch 1 Burger pro Monat essen. Und das ist so schon auch massiv zugespitzt, aber gefühlt noch wahrscheinlich noch im Rahmen.
Und Fox News hat dann einfach relativ stumpf das direkt in Bidens Anforderungen umgedichtet. Und ja, und das Problem bei so ganzen Sachen, und da will ich eigentlich drauf hinaus, außer auf dieser Posse jetzt hier und auch dem Kudlow, der sich da blamiert hat mit seinem pflanzenbasierten Bier, im Prinzip ist das Problem, wenn es einmal in der Welt ist und auch von so einem Sender durchgepustet wurde und es dann auch gar keiner, der sich das anhört, mal drüber nachdenkt, dann ist im Prinzip ganz schnell ein unfassbarer Stuss irgendwie rausgeblasen. Mhm. Und das Problem ist eben auch, und das wird hier auch am Ende des Artikels wird das nochmal aufgegriffen, da sagt dann ein ehemaliger Obama-Berater, Dan Pfeiffer, in der Washington Post, das Problem ist, wenn du darauf reagierst, riskierst du der Geschichte zusätzlichen Sauerstoff zu geben. Das heißt, in dem Moment, wo man immer irgendwie versucht, dann das Ganze zu dementieren oder dann das zu nochmal von der anderen Seite zu betrachten, in dem Moment wird das ganze Thema einfach immer wieder am Laufen gehalten irgendwie. Und das ist schon perfide. Habe ich hier auch New York Times Kolumnist Paul Krugman, der hat nämlich auch genau gesagt, was Kudlow, also der Larry hier tue, sei bewusst Nebelkerzen zu werfen. Es gibt selbstredend keine Fleischverbote in Bidens Plänen. Das sei, was der rechte Flügel mache. Es sind nur Falschbehauptungen über böse Liberale, von denen man hofft, sie werden geglaubt, einfach weil es zur Erzählung von liberaler Gemeinheit passt. Also das ist genau das Ding. Und das hat der Trump, glaube ich, auch wirklich nochmal salonfähig gemacht. Einfach Dinge zu behaupten, egal ob es stimmt oder nicht, Hauptsache es passt und man kriegt damit so eine gewisse Botschaft und auch so ein gewisses Momentum, ja, vielleicht in die Medien, in die scheiß sozialen Medien, muss man fast sagen auch, und ja, hat damit dann erstmal auch für sich die Deutungshoheit über eine, ja, in dem Fall hier ja sogar wahrscheinlich, wenn man genau drauf guckt, sehr honorige Sache, so ein Green New Deal. Also ich habe mir das nicht angeguckt, aber man kann ja nur hoffen, dass da mal irgendwie ein paar Leute mit auf den Zug springen, sonst wird das dir nichts mehr, ne? Trinke ich auch gerne Pflanzenbier für. Ja. Genau. Ja. Das ist ja das Perfide. Wie gesagt, das ist ja das, wo ich auch so denke, wo ich auch mich dran stoße, dass dann manche Dinge einfach erstmal rausposaunt werden, die werden überhaupt nicht sauber recherchiert. Und ich meine, das ist ja auch gerade, wenn so ein großer Sender, also da wird halt ganz massiv Meinungsmache betrieben. Und das ist halt immer das, was mich so ein bisschen enttäuscht. Frag mich auf der anderen Seite aber auch, also die es hören, wollen die es auch nicht überprüfen oder sich einfach mal eine andere Meinung. Ich meine, wenn ich immer nur den einen Sender, der jetzt vorgeblich meine Meinung unterstützt, das ist ja keine Diskussion. Also wenn ich mich in Diskussionen mit Personen begebe, die alle exakt meiner Meinung sind, ist es genau genommen keine Diskussion mehr. Also der Witz davon ist ja nicht, dass man sich gegenseitig bestärkt, das ist ja nur noch so eine Selbstverstärkungsrunde, sondern die Kunst ist ja, dass man eben die Meinung des anderen hört. Und das stimme ich dir völlig zu, Ben. Das ist ja im Prinzip das, was bei Trump salonfähig gemacht wurde. Es geht halt nicht darum, sich seriös mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Vielleicht, oder auch anderen Meinungen. Vielleicht kann man das ja sogar reinschreiben, dass Rindfleisch oder Fleischkonsum tatsächlich klimaschädlich ist. Das ist ja so, hatten wir vor ein paar Monaten mal oder vor ein paar Sendungen mal als Thema. Und da kann man sich ja mit auseinandersetzen. Ja, aber das ist schon die Politikerhand hier oben. Ja? Aber das ist nicht um den Nick, das ist in den USA, wahrscheinlich ist es hierzulande auch nicht viel besser, aber das ist in den USA schon längst nicht mehr um den Wettbewerb der Meinungen geht, ja, das ist ja das, was du sagst, dass es nicht mehr darum geht. Das sieht man ja auch daran, dass die Republikaner es ja schon längst aufgegeben haben, die Menschen, die nicht ohnehin republikanisch wählen, zu überzeugen. Das sieht man ja daran, dass die eine dreistellige Anzahl an Gesetzen in den verschiedensten Bundesstaaten auf den Weg gebracht haben, die allein nur den Zweck haben, dazu zu führen, dass die Minderheiten, die vor allem demokratisch wählen, daran gehindert werden zu wählen. Ja, das, was weiß ich, so absurde Geschichten wie in der Warteschlange zum Wahlbüro dürfen nicht mit Wasser versorgt werden. Da darf schon gar kein Essen gereicht werden. Das wird dann jetzt gesetzlich geregelt, damit du die Leute noch weiter abschreckst, da stundenlang auszuharren, ja. Das Witzige ist ja, dass es überhaupt Warteschlangen gibt. Da fängt das ja eigentlich schon an. Das ist genau. Also ich habe, glaube ich, beim Wählen noch nie nennenswert gewartet. Ja, ja, aber in den USA eben schon. Ja. Und da vor allen Dingen gibt es mehr Schlangen, wo weniger republikanisch gewählt wird. So, Leute, ganz kurz. Der Jim Knopf hat mir jetzt noch hier einen Energy Drink für euch mit auf den Weg gegeben, einen selbstgemixten. Und ich würde sagen, ihr probiert mal, wir probieren alle. Was fahren denn hier für Karren vor? Und dann sagt ihr mir,
und dann sagt ihr mir, was drin ist, die Zutat. Bevor ich das mache, möchte ich einmal deine Umweltkritik von der letzten Sendung zurückgeben. Da habe ich hier die große Elefantendose rausgepackt mit dem 1 Liter und du kommst mir jetzt hier mit deinem selbstgemischten Zeug in der Plastikflasche. Das riecht aber auch schon speziell. Ja, jetzt, Ben, sorry, aber den Punkt, den kannst du nicht machen, denn das sind Pfandflaschen. Wir haben die Etiketten sogar extra aufgehoben, damit wir die wieder dran machen können und der Jim Knopf die noch beim Aldi in den Automaten schmeißen kann. Oh Mann. Ja, aber Plastik ist Plastik. Das schmeckt aber auch grundtief scheiße, will ich mal sagen. Was die Dose ist denn wird das? Auch recycelt. Das tut mir jetzt leid, wenn dein lieber Sohn mithört, aber das ist ja mal eine ätzende Brühe. Was ist denn das? Ja, probier da mal. Hab Nimm ich mal ein ja. Bisschen das, ich beschwer. Bah, nee. Na, was Allein schmeckt schon, denn? Schon, dass das Zeug Fruchtfleisch hat. Also, was ist denn da dominant drin? Hm. Orangensaft. Ja. Und dann irgendwas Schleimiges. Hautcreme? Also Orangensaft ist schon mal richtig. Apfelsaft ist übrigens auch drin. Noch irgendein Tipp? Ja, lass mich noch mal trinken. Schmeckt noch irgendwas dumpf im Abgang hin. Ja. Irgendwas, da ist noch so eine süße Honig, würde ich sagen. Agavendicksaft. Oder Agave-Dicksaft oder sowas. Nee, aber also es ist tatsächlich noch etwas vielleicht mit speziellerem Geschmack drin. Popel. Nein, es ist noch Zitronensaft drin, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig spektakulär. Aber was noch drin ist, ist also eine handelsübliche, nur damit der Ben dann nicht wieder eine Krise kriegt, weil er Angst hat, er kriegt hier irgendwelche Medikamente geheim verabreicht. Eine handelsübliche halbe Calcium-Brausetablette ist noch drin und außerdem 4 frisch ausgepresste kleinere, halbgroße Tomaten. Und auch noch ein bisschen zur Verstärkung des Geschmacks ein bisschen Tomatenmark. Tomaten? Wie presst man denn Tomaten aus? Hammer draufschlagen? Tomaten kannst du auch auspressen. Die kannst du auch auspressen wie eine Zitrone, die sind ein bisschen schwieriger. Also und roter. Tomaten sehe ich hier nichts. Also das ist ganz ehrlich nicht meins. Jetzt mal die Frage, warum macht dein Sohn sowas? Ist das euer Smoothie oder... Nee, der wird experimentiert ja gerne rum. Der will dir und den Jungs hier was Gutes tun. Ja, kauf ihm doch mal einen Chemiebaukasten. Ja, und dann kriegst du es zu trinken. Das machen wir, aber hallo. Das könnte ein Eigentor werden, das stimmt ja, das wohl. Stimmt. Nein, aber erstmal, bevor wir jetzt hier, also ich finde, es schmeckt eigentlich recht erfrischend, lieber Jim Knopf. Und ich danke dir, auch im Namen von meinen teils begeisterten, teils etwas das Gesicht verziehenden Mitkollegen hier für deine Spende. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und du bist wenigstens einer der wenigen, die das Konzept dieser Sendung verstanden haben. Nämlich, dass wir das Ganze hier nur machen, um Getränkespenden einzusammeln. Also, aber jetzt steh ich ja wieder als Arsch da, das arme Kind. Ja, du bist halt Kinderfeind. Ja, Prollo, du bist ja sowieso. Der Ben sagte, du bist gefährlich und das gilt auf allen Ebenen. Oh, das ist eine Frau, die in dem Bus wohnt. Guck mal, die ist gerade nach Hause gekommen. Mit ihren Birkenstock-Sandalen. Also das macht man nicht nochmal, ne? Hier parken immer mehr Transporter. Ich glaube, hier geht gleich irgendwie ein Flashmob. Wir parken die jetzt erstmal gleich zu und dann wird die zurechtgewiesen. Andererseits, ich hatte ja hier auch noch eine Kleinigkeit. Du hattest uns ein Feuerwerk angekündigt. Ja, das Feuerwerk. Ihr habt ja euer Zeug habt ihr ausgebrannt. Also ich habe jetzt entweder noch was aus der Linguistik oder was Radioaktives. Was wollt ihr denn hören? Ach, Linguistik. Gut. Ich hätte jetzt was Radioaktives gesagt, aber okay. Ja. Dann muss der Sommer entscheiden. Ja, ich hätte es auch gern radioaktiv. Na gut, dann lege ich das lange wieder weg und greife zum kurzen Artikelchen. Ja, dann ging die Panik los. Unter dieser Überschrift habe ich euch was mitgebracht aus der Hessenschau. Ja, das ist ja sozusagen die aktuelle Stunde von weiter rechts unten auf der Karte. Und, ehemaliges Zonenrandgebiet. Genau, kleine Dose, große Wirkung. Es geht hier um einen Mann in Neu-Isenburg, der die mit seinem Vermieter gemeinsam genutzte Garage aufräumte. Und wie er hier sagt, ich bin mit der Angelausrüstung gegen eine Dose gestoßen. Sie sei runtergefallen, der Inhalt auf dem Boden gelandet.
Ich habe die Steine aufgelesen und in die Dose zurückgetan. Erst danach habe auf der Dose das handgeschriebene Zeichen für Radioaktivität und das Wort Uraterz entdeckt. Upsi. Scheiße. Ups. Ach du Scheiße, genau. Jetzt kommt nämlich auch der Satz, dann ging die Panik los, so der 32-Jährige. Und jetzt wollte ich euch mal so eine kleine, kleine Publikumsrunde. Was hättet ihr denn gemacht in der Situation? Ich hätte sofort die Polizei angerufen, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich das THW oder Doc Brown erreiche. Ja. Und Jodtabletten richtig. Ich hätte mir ein Handy geliehen und das gegoogelt, was man am besten zur Ergiftung macht. Korrekt, siehst du, total lebensnah. Er habe sich im Internet informiert, ja, was zu tun sei, habe seine Eltern, seinen Bruder und Facebook zu Rate gezogen und schließlich nach Stunden die Polizei angerufen. Die standen 15 Minuten später mit der ganzen Brigade vor der Tür, wie er hier erklärt. So, aber er hat immerhin noch eine Entwarnung bekommen, ist natürlich auch erstmal ins Krankenhaus. Und es handelt sich um Iridium 192, gering radioaktiv strahlend, also nicht so ganz so dramatisch. Ja, und jetzt wird natürlich ermittelt, wo kommt das Zeug her und was macht es da? Ja, der wusste wohl auch nicht, was er da in der Garage hatte, ne? Sonst hätte er es ja wahrscheinlich auch nicht runtergeschmissen. Ja, also vielleicht mal wieder entrümpeln, würde ich mal das sagen. Das war seine privat genutzte Garage und hatte einfach mal so Uranerz mal, irgendwie in der Ecke stehen. Nein, ich muss mal hier blättern. Wie haben wir es denn? Das so eine, nee, die war gemietet. Na, wie ich schon sagte, bei die Garage, die er sich mit seinem Vermieter teilt. So, na gut, ich will jetzt gegen den Vermieter nicht auch noch losledern. Ja, nachdem ich hier schon alle möglichen Leute beleidigt habe, wegen ihrer Mischkünste oder auch aus anderen Gründen oder weil sie einfach Schnauzbart tragen. Aber ja, das bunkerst du halt auch nicht in der Garage, so Zeug. Ja, aber das, wir hatten ja schon irgendwelche Waffensammler hier und andere Geschichten. Ist das auch ein brutaler Fan von Zurück in die Zukunft und der hat auch versucht, hier seinen DeLorean umzubauen in eine Zeitmaschine und hat das Uran von den Libyern geklaut. Das kann natürlich sein, ja. Oder das ist sicher. Sie haben mich gefunden, ich weiß nicht wie. Sie haben mich gefunden. Genau. Es handelte sich um einen hellgrünen Fiat Panda. Naja. Mit dem auch. Knapp dran, da kommst Notfall. Du höchstens in die 90er mit zurück. Damn German Car, schreit sie da auch noch zwischendurch. Ja, gut. Ja, aber dieser Schießen ausgegangen, also es war jetzt nur schwach radioaktiv strahlend quasi. Ja, das ist ja jetzt hier aus der Hessenschau und wahrscheinlich hier mal wieder mit heißer Nadel getippt. Was jetzt mit dem Zeug ist, hier wird auch zitiert, wir gehen davon aus, dass das Material wertvoll ist, so ein Polizeisprecher, ob es auch gefährlich sein müsste, nun geklärt werden. Okay, ja, das ist wahrscheinlich hier Hessenschau und dann erledigt sich's. Ich könnte jetzt dem Ganzen nochmal hinterher googeln, aber ich glaube, das war es an der Stelle auch. Nur man weiß nicht, wo es herkommt. Ja. Und, aber wenn es wertvoll ist, kann man bei eBay mal gucken. Ja, ich weiß nicht, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, das steht zwar hier nicht, aber ob er das Zeug behalten darf, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Ja, ich auch. Frage auch, ob er es behalten will. Ja gut, na wenn es nicht ganz so schlimm ist. Also ich weiß jetzt nicht, was geringe radioaktive Strahlung in der Praxis bedeutet. Ja, aber Aliens hat er oder irgendwelche Mutanten hat er ja wohl in der Garage mutmaßlich nicht gehabt. Ja, Leute, wir sind gut über die Stunde. Natürlich müssen wir den Polizeieinsatz hinten dranhängen. Aber ich wollte nur mal kurz darauf hinweisen. Ich weiß nicht, ob der Sammer heute ein Quickie dabei hat oder ob der Quickie in dieser Plastikflasche gelandet ist. Also wenn ihr möchtet, dann bringe ich den Quickie noch. Ja. Dann mach mal. Hau raus. Dann hau ich mal ganz kurz raus. Corona-Zeit, Maskenzeit und da hat nicht jeder Bock zu oder vielleicht hat auch jeder schon irgendwie nichts dagegen, aber hat vor allen Dingen das Bedürfnis, sich hervorzutun und sich in den Mittelpunkt zu stellen. So geschehen auf Bali. Ich hoffe jetzt oder baue jetzt ganz auf einen authentischen Wutanfall von meinem Freund Ben Cartwright hier im Bus. Denn es geht um eine Influencerin, die mit ihrem Freund, der irgendwie auch zu diesem Influencer-Team gehört, auf Bali erst in den Supermarkt wollte und dann vom Sicherheitspersonal, da steht so ein Security-Typ, so sieht fast aus wie ein Polizist, vor dem Laden sagt, sie braucht eine Maske. Dann geht sie zurück ins Auto, dann sieht man, wie ihr im Auto eine Maske aufgemalt wird. Sie lässt sich also eine Maske
mit einer irgendeiner Bodypaint-Farbe, lässt sie sich aufmalen und geht dann mit ihrem Freund alles, natürlich der Freund filmt natürlich alles, wie das heutzutage so gemacht wird, geht dann da an dem Security-Typen vorbei und er merkt natürlich nichts, sie total stolz und er sagt dann noch irgendwie, hast du bemerkt, dass niemand dich wirklich ansieht, ne? Und dann sagt sie, genau, weil es echt aussieht, ne? Sie sind ganz stolz und gehen dann da durch den Supermarkt. Soweit, so halb witzig bis gar nicht witzig. Es ist aber dann gekommen, wie es kommen musste. Die haben das natürlich gepostet. Ja, ist ja klar, dafür machst du das Ganze ja. Man muss dazu sagen, das ist auf Bali, aber er ist irgendwie aus Taiwan und sie ist russische Staatsbürgerin. Und das ist natürlich den Behörden auf Bali nicht entgangen, dieses Video. Und jetzt stehen sie vor der Ausweisung. Die sind stinkesauer da, finden das gar nicht witzig, haben ihnen die Pässe abgenommen und jetzt wird überprüft, ob sie abgeschoben werden können. Der Typ, der von der Polizeibehörde erklärt, sie verstoßen nicht nur gegen Gesetze, sondern sie provozieren auch absichtlich in der Öffentlichkeit und es sei nur angemessen, sie härter zu bestrafen und abzuschieben. Ja, was meint ihr? Ja, selber schuld. Scheiß Aktion. Ich hatte ja gehofft, die doofen Influencer kriegen wenigstens mal die Influencer, aber und dann kommt so eine Geschichte, dass die da irgendwie krank werden, aber nein. Also es ist natürlich jetzt so im Sinne der Verhältnismäßigkeit erscheint es etwas übertrieben, ja, wenn man bedenkt, dass auch in unserem Land ganz viele Leute keine Masken tragen und in allen anderen Ländern wahrscheinlich auch, aber vielleicht durch diese Verantwortung. Vielleicht wird dadurch auch mal denen klar, welche Verantwortung man trägt, wenn man Influencer ist. Dann hat man ja leider Gottes scheinbar einen gewissen Einfluss und dann muss man dem auch gerecht werden und korrekt, dann eben auch dazu beitragen zur öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Richtig, aber, ergibt sich auch aus dem Begriff, ja. Ich habe aber bislang den Eindruck gewonnen, dass es den meisten Influencer nicht um die Verantwortung geht. Nein. Oder solchen Vögeln, sondern um sich selbst. Natürlich. Sie müssen das mal verstehen, was für einen Einfluss sie haben. Ob das jetzt schön ist, dass das so ist oder nicht. Ne? Aber das, darum geht es ja nicht. Also ich glaube, das ist, glaube ich, müßig, das zu wollen, dass solche Leute das verstehen da ist. Ja, aber dann muss man es ihnen so zeigen. Also ich will jetzt hier keine Debatte über, die sind da Gast in dem Land. Ich hätte es genauso gerechtfertigt gefunden, wenn es Einheimische gewesen wären. Mir geht es da mehr um die Rolle als Influencer, dass die sich halt einen Spaß auf Kosten von Gesetzen und sozusagen einem System machen, was versucht ja irgendwie eine Pandemie abzuwenden, um selber schöne, viele Klickzahlen zu bekommen. Das kotzt mich zunehmend an. Je länger wir diesen Podcast machen, desto mehr werde ich, glaube ich, auch so zum Social-Media-Hasser. Also wenn wir den Ben jetzt noch 2 Minuten reden lassen, dann haben wir den Wutanfall, den ich mir gewünscht habe. Dann influenzt er alle hier. Ja, aber ich sehe das genauso. Also ich sehe das, ich finde das auch, das ist echt so eine Pest, diese ganze Influencer-Mischpoke da. Also irgendwie, entweder geht es denen einfach nur ums Geld, dass sie dann am Schluss irgendwie ihren Müll über irgendwelche Ketten verkaufen wollen, ob das nun seinerzeit Baby's Beauty Palace war, die dann irgendwann bei DM irgendein Parfüm und Spray-Scheiß verkauft hat. Meine Tochter hat die alle völlig gekauft. Völlig absurden so Preisen. Ach, da fällt Müll mir ein, ich wollte euch noch eine Flasche von dieser Autopolitur, die ich hier kreiert habe, rüberreichen. Sehr gut, genau. Nee, also da geht es ja in Anführungsstrichen nur um Geld, das ist so erschreckend. Oder halt hier um so Vögel, also das ist einfach nur, ich kann das gar nicht sagen, das ist einfach nur Verabscheuung. Das ist unter der Sohle. Die zwei haben dann natürlich noch ein Entschuldigungsvideo gemacht und kriechen jetzt zu Kreuze. Naja. Durch diese Reaktion, das ist immer wieder bei dem Thema, ne? Wie reagiert man da drauf, wenn natürlich die öffentlichen Behörden da auch drauf einsteigen? Was Besseres hätte denen natürlich für ihre Klickzahlen nicht passieren können. Nee. Das ist wahrscheinlich wäre die beste spontane Reaktion gewesen, dass der Türsteher das direkt gemerkt hätte, hätte einfach eine Schelle verpasst und Feierabend wäre gewesen. Ja. Und aber das ist
Ach, da sehen wir mal wieder, wir haben gerade eine Riesenchance verpasst. Der Sammer, der hätte den wirklich sehr sympathischen und freundlichen Polizisten nach Strich und Faden eigentlich beleidigen müssen. Ja. Hätte hier voll den Terroristen, also nicht den Terroristen, aber voll den Krawallbürger geben müssen. So einen richtigen Wutanfall und was erlauben sie sich? Ein freies Land und so. Dann hätten wir noch schön mit dem Handy draufgehalten und dann hätten wir vielleicht auch mal irgendwie so einen Shitstorm provoziert. Ja, also, dann wären wir ihm noch im Polizeiwagen nachgefahren, genau. Wo er hinten tretend und schlagend. Wir benehmen uns hier jede Woche verbal daneben, aber es interessiert halt keinen und niemand stößt hier irgendwie einen Shitstorm an. Also entweder... Ja, ich entschuldige mich, es war sehr amateurhaft von mir, nicht hier irgendwie eine Festnahme zu provozieren, die uns dann aber richtig schön die Klickzahlen hochgebracht hätte. Ja. Du wolltest noch zum Abendessen nach Hause. Voll in die Presse, JVA Edition. Ja, ich finde das auch irgendwie. Kannst du nichts machen. Nee. Ah, gut. Vielleicht kommen die ja nochmal vorbei. Okay. Ihr Lieben, also wir hatten heute eine interessante Mischung. Pflanzenbier, pflanzliches Bier, helles Weiß und ein Orangensaft mit so ziemlich allem drin, was Sammers Küche hergegeben hat. Und das helle Weiß heißt nicht Weiß, sondern Wies, aber ist egal. Helles Wies. Ja, mach dich voll. Gott. Auf jeden Fall war es eine schöne Sendung. Ich habe viel gelacht. Meine Kopfschmerzen, die ich eingangs hatte, sind fast weg. Also ja, das voll in die Presse hören hilft auch bei Kopfschmerzen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und unseren Hörerinnen und Hörern viel Spaß mit dieser und den nächsten Folgen. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschö.